Hallo, hallo, liebe Community. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Vielleicht wart ihr ja auch die ganze Zeit da. Vielleicht habt ihr ja gar keine Entzugserscheinungen, obwohl manch einer hat gesagt, die letzten Wochen hätte er Entzugserscheinungen gehabt, erstmal. Aber dann hatte er eine Idee und hat sich andere alte Leselieden angeguckt, weil da gibt es schließlich schon über 100, weit über 100. Es besteht eben auch die Möglichkeit, sich mal was aus der Konserve anzugucken. Nicht immer alles frisch am Mittwoch. Nun ist aber Mittwoch der, was haben wir denn heute? 14.8. Und es gibt was frisch von mir. Ganz, ganz langsam kann ich wieder ein bisschen anfangen. Und deswegen möchte ich euch heute eine untypische Leseliebe kreieren. Und zwar, um euch neue Möglichkeiten fürs Lesen zu eröffnen. Und zwar Möglichkeiten digitaler Art, die ihr überall in der Welt nutzen könnt, die ihr mit Büchern, mit festen Büchern nutzen könnt, die ihr mit Hörbüchern nutzen könnt, die ihr mit E-Books nutzen könnt. Und zwar folgendes. Kommen wir erstmal im Moment, die letzten Wochen konnte ich ja tatsächlich nur hören und nicht lesen, nicht schreiben. Und das ist auch immer noch so. Jedenfalls Hörbücher. Ich habe alte Hörbücher von mir gehört und ich habe von Freunden Tipps bekommen, weil so Zeit, die will ja sinnvoll genutzt werden. Und tatsächlich habe ich etwas entdeckt oder mehrere Sachen entdeckt, die wären mir sonst mit meiner ausgefüllten Zeit vielleicht entgangen. Und das möchte ich euch unbedingt mitgeben, weil alle, die gerne lesen und lernen, und das vielleicht auch hörend, sind tatsächlich auf verschiedenen Kanälen richtig gut aufgehoben. Und zwar, ich hatte euch schon mal irgendwann gesagt, es gibt über Amazon die Möglichkeit, bei Audible Hörbücher runterzuladen für 9,99 € im Monat, 4, 5 Stunden oder so. Oder nee, Quatsch, ach, viel mehr noch. Auf jeden Fall, die ersten 3 Monate kosten auch nichts. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Nummer eins ist Audible. Nummer zwei ist BookBeat, habe ich euch auch schon mal gesagt. Und jetzt kommt das Revolutionäre. Ich meine, das ist etwas, was im Internet sehr, sehr um sich greift, dass ganz, 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 ganz viele Sachen umsonst angeboten werden. Und es ist ein Unterschied, ob ein Buch, finde ich, umsonst angeboten wird, das 100 Jahre alt ist oder, keine Ahnung, 50 Jahre alt ist, oder ob eben etwas Neues umsonst angeboten wird, um neue Kunden zu werben. Da habe ich eine etwas andere Meinung als die überwiegende Mehrheit der großen Coaches zu. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich am liebsten One-to-One arbeite und nicht so die Masse suche. Aber was ich gemerkt habe, ist, oder worauf ich hingewiesen worden bin und was ich euch mitgeben möchte. Ich habe seit, ich glaube, 6 Jahren oder so meinen Audible-Account und da sind über 150 Bücher, die ich schon gehört und auch bezahlt habe. Tatsächlich gibt es ungefähr inzwischen 70 davon für 0 Cent bei YouTube, die du dir da anhören kannst. Und zwar musst nur mit dem Internet verbunden sein, gilt das sowohl für Romane als auch für Liebesromane, als auch für Persönlichkeitsentwicklungs Romane. Es gibt Kanäle für alle möglichen Themen, wo die Hörbücher gratis hochgeladen wurden. Wenn du bei YouTube oben eingibst, ganzes Hörbuch gratis, dann werden dir diese Kanäle alle angezeigt. Ganzes Hörbuch gratis. Und dann kannst du eben noch schreiben, Liebesroman dazu, dann wird dir genau dieser Kanal, wo solche Sachen
hochgeladen sind, angezeigt und, und. Die verdienen ihr Geld mit Werbung und auch mit anderen Sachen noch, aber tatsächlich kannst du da Tage, Wochen, Monate lang Hörbücher konsumieren, die gar nichts kosten, die von gleicher Qualität, teilweise auch von den gleichen Sprechern eingesprochen worden sind, wie bei den bezahlten Accounts von Audible oder BookBeat oder ja, es gibt ja noch viele andere. Also iPhone hat ja auch eine eigene Plattform. Das ist das eine. Und das zweite ist, das finde ich viel, viel legendärer und viel, viel einfacher zum Suchen. Und zwar, da wo du wohnst, hast du vielleicht eine ganz normale händische Bücherei, also eine Leihbücherei. Und heutzutage, also bei unserer modernen Bücherei in Siegburg ist das so, da gibt es auch, wenn man dafür 10 Euro im Jahr oder lass es 20 Euro im Jahr sein, also Audible kostet immerhin ansonsten oder BookBeat immerhin 9,99 € pro Monat. Ja? Also da sind es aber 10 oder 20 Euro im Jahr, dann kannst du Bücher in echt ausleihen, du kannst digitale Bücher ausleihen, also E-Books, und du kannst Hörbücher ausleihen. Und ich glaube, du kannst diese ausgeliehenen Hörbücher auch noch verleihen. Also es gibt mittlerweile so, so viele neue Möglichkeiten. Genauso wie du auch inzwischen, da fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie das heißt, wenn du einen Kurs gekauft hast, auch da gibt es inzwischen Plattformen und neue Methoden. Wenn du einen Kurs zum Online-Learning irgendwo gekauft hast, dann kannst du auch diesen Kurs wiederverkaufen. Und es ist unglaublich, was sich im Moment in dieser digitalen Szene tut. Also halt die Augen und Ohren offen und halte dich informiert, denn tja, der PC war der Anfang von dieser wunderbaren Liebesgeschichte mit digitalen Inhalten. Der schwappt ja mittlerweile auch in Richtung Geld, aber das ist nicht mein Thema. Ich möchte dir nur sagen, wenn du gerne liest und lernst, dann gibt es viele, viele Online-Möglichkeiten, absolut gratis inzwischen, über deine Bücherei am Ort. Oder ich glaube, man kann ja auch, wenn man in einem anderen Ort wohnt, einfach bei einer Leihbibliothek beitreten. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das darfst du alles recherchieren. Das kann ich jetzt leider im Moment noch nicht. Aber auch diese Masse von hochwertigen Hörbüchern bei YouTube ist mittlerweile gigantisch. Das wollte ich dir heute mitgeben. Und nächste Woche gibt es was von John Strelecki, der dann mittelbar auch zu meinem nächsten Workshop wieder einlädt, der am 7.9. beginnt. Und wenn du da eine Baustelle rund ums Entscheiden hast, das wird in Zukunft ein monatlicher Kurs sein, der immer von Samstag bis Mittwoch läuft, am ersten Wochenende im Monat. Und da dürfen immer 10 Teilnehmer mitmachen und kriegen Fragen gestellt, kriegen Feedback von mir und Lösungsangebote und Spiegelungen von meiner Sicht der Dinge, sodass sie Klarheit für ihre Entscheidungen bekommen und sich da gerne auch in Zukunft unterstützen lassen können. Das ist das, was ab 7.9. wieder läuft. Und durch, ja, da kommt noch ein bisschen mehr dazu, was ich auch in den letzten Wochen gelernt habe. Ich habe nämlich nochmal meine digitalen Inhalte von Bob Proctor wiederholt. Und das hat mir gezeigt, dass ich intuitiv diesen Kurs rund ums Entscheiden, diesen Workshop, den Workshop so aufgebaut habe, wie Bob Proctor seine Coachings schon vor 15 Jahren aufgebaut hat. Und das fand ich jetzt ganz interessant. Ich habe das zwar genossen, aber damals habe ich es nicht so richtig verstanden. Aber heute ist das anders. Aber das kennst du vielleicht, wenn du ein Buch nach ein paar Jahren noch mal liest und dann sagst,
Das stand da vor ein paar Jahren nicht drin, als ich das gelesen habe, weil dein eigener Horizont sich erweitert hat und du jetzt andere Sachen siehst und vor allen Dingen verstehst. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Das war deine Silvia, die Anwältin der neuen Zeit. Wenn du in der Playlist Leseliebe schauen möchtest, was es da sonst noch für Varianten gibt, ich werde mich in den nächsten Wochen auch daran machen, so eine Art Inhaltsverzeichnis zu machen, auch ein bisschen nach Themen zu ordnen. Aber du kannst auch einfach so durchscrollen und dich vom Zufall leiten lassen. Der wird dir schon genau das Richtige zeigen. Früher hätte ich gesagt, ach, Zufall. Aber heute sage ich, es fällt dir genau das Richtige zu, was passt. Vielleicht könnte es auch so sein. Mach's gut, bleib gesund. Wir sehen uns bald. Tschüss.